Ja, Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim. Wir sind unterwegs im Dämmergrab auf dem Weg zum Pilgerpfad, zu unserer Pilgerreise und auf dem Weg, den Skelettschlüssel zurückzubringen, dorthin, wo er hingehört. Keine Ahnung, wo das ist. Auf jeden Fall hat es irgendwas mit dem Schattensee zu tun und wir schleichen hier jetzt erstmal fleißig durch das Dämmergrab. Ich denke, dass uns hier einige Geister über den Weg laufen werden. Oder es besteht tatsächlich nur aus irgendwelchen kryptischen Prüfungen. Wir werden sehen. Okay. Und hier. Achso, ich habe übrigens bei den letzten Folgen, wenn ich es hier gerade so durch die Fackeln schimmern sehe, ich habe mal einen Sättigungsfilter über die Videos gelegt, dass die Farben ein bisschen voller sind und werden. Ich hoffe, dass das ein bisschen angenehmer ist. Ich persönlich fand es besser. Hab mich da mal ein bisschen reingefuchst und ein bisschen rumprobiert. Hallöchen, Freunde. Bist du einer von den Oder eher nicht so. Wir gleiten hinunter und kommen hier nicht durch. Hänge ich jetzt fest? Spiel? Ernsthaft? Gut. Wartet mal. Ehrlich gesagt, ich wusste nicht, vielleicht hätte er auch mit uns gesprochen, hätte uns irgendeine Aufgabe gegeben oder so. Aber nö. Oh nein, lade ich jetzt eigentlich den, ich lade ja den Quicksave-Punkt, den wollte ich gar nicht laden. Schon wieder 2,5 Minuten verschwendet und nichts auf Reihe gekriegt hier. Jetzt lebt er auch noch so lange. So, das war nämlich total falsch. Laden, Dämmergrab. Bliss. So. Hab nämlich gar nicht gequicksaved nach der letzten Folge, sondern richtig gespeichert. Und wenn ich F9 drücke, dann lädt er natürlich den Quicksave-Slot. So, da sind wir richtig. Schon mal die Waffe zücken. Und ich glaube, wir gehen schon mal auf die Messerchinse. Und gucken mal. Können wir auch erstmal hier oben umgucken. Hier sind nämlich ein paar Bücher. Shazar und die Göttlichen. Gelesen. Das Lied von Pelinal. Keine Ahnung, ich brauche die nicht alle lesen. Ich gucke einfach nur mal nach dem... Der Bär von Mark... Geschichtlicher Überblick des Kaiserreichs. Was war denn der Bär von Markart? Habe ich schon gelesen? Klingt interessant. Das gelbe Buch der Rätsel. Haben wir nicht die ganzen Rätselbücher schon gelesen? Da gab es doch auch ein rotes und... Ich weiß gar nicht, was noch. Jo, Krankheitsheilung brauchen wir nicht. Wir sind ja immer noch Werwolf und setzen es nie ein. Aber das schützt uns vor Infizierung mit Krankheiten jeglicher Art. Okay, hier ist kein Nachtigallwächter. Da sitzt einer. Der kommt jetzt rum. Bestimmt, wenn ich den Raum betrete, dann steht er vor mir. Ah, da ist er, okay. Schleichangriff für 6-fachen Schaden. Okay, die Dolche machen aktuell 6-fachen Schaden. Oh, Elfenpfeile. Danke.
Alchemielabor. Das heißt, ich glaube, ich werde als nächstes tatsächlich mal skillen, dass unsere Meuchelangriffe dann 15-fachen Schaden machen. Silberbarren, Knoblauch, den brauchen wir alles nicht. Wohl, Rumgelecke brauche ich aber auch nicht, liebes Spiel. Und da wir noch immer lautlos unterwegs sind. Nein. Oh, das war knapp. Cool. Achso, ich wollte auch mal die ganzen Seelensteine fallen lassen, damit die wieder leer sind. Was uns aber irgendwie auch nicht weiterbringt. Weil wir dann die leeren mächtigen Seelensteine wieder mit kleineren Seelen füllen würden. Insofern lasse ich das, glaube ich, erstmal alles so, wie es ist. Sehr schön. Also Meucheln, wir spielen jetzt mal ein bisschen auf die Meuchelart. Das kommt gerade mit der Nachtigallrüstung ziemlich gut. Also da haben wir die Lautlosigkeit ja auf dem Botten. Leveln wir zwar die Illusion nicht mehr, auf der anderen Seite könnte ich auch weiterhin noch den Illusionszauber einsetzen. Einfach um wenigstens eine Fähigkeit zu haben, die noch levelt. Du stehst da oben aber irgendwie uncool. Macht aber nichts, weil wir uns eh nicht sieht. Wo bin ich denn jetzt entdeckt worden? Manu! Krieg ich ja mit Elfenpfeilen. Wir kriegen hier jede Menge Elfenpfeile. Ist jetzt nicht gar so pralle, aber könnte auch schlimmer sein. Schwupp! Oh, Moment. Oh nein, wir sind. Müssen wir es wieder so machen und so machen. Ja, ich weiß, da gibt es auch eine Mod, dass man mit einem Tastendruck beide Waffen wechseln kann, also auf zwei Dolche, aber den habe ich noch nicht ausprobiert. Oder ich vielleicht auch schon und es gab irgendwie ein paar Probleme oder so. Oder er wollte noch irgendeine andere Zusatzdatei Datei haben, die ich mir aber jetzt auch nicht noch drauf brezeln wollte, weil SKSE schon drauf ist und so Geschichten alles. Eisentür öffnen, vorher speichern. Ich frage mich, warum wir eben entdeckt wurden. Vielleicht sollten wir doch noch zusätzlich einfach mal die Lautlosigkeit nutzen. Du sollst auf die linke Hand und du auf die rechte. So, dann kann ich nämlich jetzt immer... Geht das jetzt so? Nö, geht natürlich nicht. Nö, nö. Warum auch? Warum auch? Rinder! Tagebuch. Schatten ihrer selbst, Wächter der Finsternis. Sie wandern immer da und lassen jeden Schänder einen schnellen Tod ereilen. Ich denke, das war jetzt die erste Prüfung, sozusagen, diese drei Wächter. Hätten wir uns wahrscheinlich auch an allen dreien in Ruhe vorbeischleichen können. Aber wir wollten ja, wie gesagt, mal das Meucheln ausprobieren. Und jetzt sind wir quasi bei dieser zweiten kryptischen Nachricht. Über allem stehen sie in ewiger Wacht. Sklaven der Dunkelheit und doch umhüllt vom Licht. Heißt das für mich? Ich speichere mal. Das heißt für mich, glaube ich, wir sollten auf jeden Fall in den Schatten bleiben. Oder ich probiere mal was. Ja. Ja, ja, ja. Licht macht böse Aua. So. Bin ich denn eigentlich dämlich? So, hier kommen wir wohl nicht durch. Kommen aber auch nicht außen rum. Geht's hier hoch? Ah, hier.
Aha. Stolperdraht. Wie fiese. Hier ist noch einer. Da oben steht ein Wächter oder sowas. Okay, das hätten wir überstanden. Jetzt müssen wir hier außen rum. Also hätten wir das zweite, ja, Rätsel in Anführungszeichen auch entschlüsselt. Geht einfach darum, nicht in das Licht zu gehen, weil das eben massiven Schaden macht. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob das hier oben auch zählt. Autsch. Gut, mich hat ein so ein Pfeilchen getroffen. Das war jetzt nicht weiter schlimm. Aber ich scheine vergiftet oder so zu sein. Okay, jetzt ist die Vergiftung weg. Ich probiere das einfach mal nochmal weiterhin mit der Lautlosigkeit zusätzlich. Es wird zwar keinen zusätzlichen Effekt haben, weil, ja, lautlos ist halt lautlos. So. Dann mal hier auf dem Pfad lang. Hier geht's jetzt gerade eine Treppe hoch. Oder? Ja, offensichtlich. Ist das auch richtig? Ich speichere nochmal. Boah, es ist so stockduster. Eisentür öffnen. Damit denke ich, haben wir die zweite Prüfung bestanden. Das freut mich. Erst recht nochmal auf F5 hämmern. Tagebuch. Was sagst du uns noch? Gebt ihr, wonach sie am sehnlichsten verlangt, aber verneine das Materielle. Denn am allersehnlichsten wünscht sie sich das, was weder gesehen, noch gefühlt, noch getragen werden kann. Was kann denn weder gesehen noch gefühlt? Ist natürlich nicht, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, die Liebe, weil die Liebe kann man ja fühlen. Es hat nur gerade so gepasst. Weder gesehen, noch gefühlt, noch getragen werden kann. Denn am allersehnlichsten wünscht sie sich das, was weder gesehen, noch gefühlt, noch getragen werden kann. Ein Ton. Ein Ton hört man. Hören ist ja kein Fühlen. Hören ist auch kein Sehen. Oder etwas, was man schmeckt. Also auf jeden Fall irgendein anderer Sinn außer der Tastsinn. Und das Sehen. Gebt ihr, wonach sie am sehnlichsten verlangt, aber verneine das Materielle. Okay, wir gehen hier erstmal weiter und gucken, was uns hier überhaupt erwartet. Verneine das Materielle. Ich speichere mal. Ich kann mir vorstellen, dass wir einfach der Versuchung widerstehen sollen, diese Truhen zu plündern. Aber ich habe keinen Plan, ob das stimmt. Was nicht gesehen, getragen oder gefühlt werden kann. Vielleicht will sie eine Seele. Willst du eine Seele? Seelenstein. Pass auf. Gewöhnlicher Seelenstein gefüllt mit gewöhnlicher Seele. Klasse.
Nein. Alter. So, jetzt habe ich hier einen Seelenstein reingelegt. Ich speichere nochmal. Eiserne Hörmaschine. Hier ist eine Kette. Okay, einen Seelenstein will sie offenbar keinen haben. Entschuldigung. Jetzt habe ich es kaputt gemacht. Passiert was, wenn ich die Kohle nehme? Nein, jetzt habe ich einen Holzteller genommen. Wahrscheinlich ist das sowieso auch total verkehrt. Also ich probiere das jetzt einfach mal aus und nehme mal alles. Oder will sie irgendwas von dir haben? Ferus, hier nehme ich einen Stab, da brauche ich ihn schon. Hallo. Ja. Haben wohl schon mehrere probiert, ihr ins Bein zu hacken. Hat nicht funktioniert. Offenbar. Okay, ich würde sagen, ich mache mir offscreen ein paar Gedanken. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier wieder. Dann habe ich hoffentlich die Lösung. Oder auch nicht. Und wir probieren noch ein bisschen weiter rum. Werden wir sehen. Bis hier sage ich auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Hoffe, es hat euch gefallen. Und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.